Siehst du noch was? Noch nicht. Ich habe gar nicht aufgepasst. Such weiter. Also jetzt auf die Spuren. Ich denke mal eher, bei ihr geht es um persönliche Rache. Also das... Das hat garantiert nichts mit den Fireflies zu tun. Aber wir werden sehen. Soll ich jetzt irgendwas suchen oder finden oder... Okay, hier ist was. Dad, hier ist irgendwas. Oh mein Gott. Sie hat schon entbunden. Und hier, zwei Spuren. Dad? Das ist sie. Na los. Das klingt gar nicht gut. Nein, sie hat Schmerzen. Dad? Los, komm. Dad, warte. Was, wenn hier Infizierte sind? Das Gebiet ist sauber. Wusstest du, dass sie wandern? Du bist bewaffnet, oder? Klar. Nächst. Herbs. Was? Wir müssen sie losschneiden. Ist okay, ganz ruhig. Keine Angst. Wir tun dir nichts. Ist okay. Verdammt, es steckt richtig tief. Herz, komm her. Hier. Ich halte sie fest. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Doc! Doc, sind Sie hier? Wir sind hier, Owen. Was? Hey, komm her und hilf mir beim Festhalten. Wir brauchen sie oben beim... Owen, festhalten! Na los! Hey, Vorsicht. Okay, hast du sie? Ja. Okay, dann los, Abs. Langsam. Okay. Heilige Scheiße. Alle suchen nach ihnen. Wir müssen... Hey, halt! Dad! Was ist los? Komm mit! Das haben wir gut gemacht. Doc, das Mädchen ist da. Welches Mädchen? Von dem Aline dauernd redet. Sie war in den Tunneln. Sie hat eine alte Bisswunde am Arm. Kein Zeichen einer Infektion. Das kann nicht sein. Sie machen schon Tests, aber sie brauchen ihre Hilfe. Dad. Gehen wir. Krass. Keine Wahl. Es muss doch auch anders gehen. Wir können die Probe nicht entnehmen, ohne den Wirt zu töten. Den Wirt? Sie ist ein Kind und keine Petrischale. Glaubst du, ich weiß nicht? Ich bin mir der Situation bewusst. Und du kannst damit leben, sie zu töten? Ich kann damit leben, einen Impfstoff zu entwickeln, der Millionen rettet. Wie viele Fireflies sind für weniger gestorben? Das war ihre Entscheidung. Fragst du um Erlaubnis oder wirst du es sowieso machen? Ich bitte dich, sieh es ein. Und wenn das Abby wäre? Hör zu, alles, wofür wir gekämpft haben, all die Opfer, all diese schrecklichen... All das wird durch diese Tat gerechtfertigt. Wäre das deine Tochter, was würdest du tun? Abby. Dein Abendessen. Danke, Süße. Hey, Marlene. Tu
werde es Joel sagen. Wieso? Er hat sie durchs ganze Land begleitet. Er hat ein Recht darauf. Viel Glück bei der OP. Du tust das Richtige. Ja. Wenn ich das wäre, würde ich wollen, dass du es tust. Das ist krass, wie das miteinander verwoben ist mit dem ersten Teil. Boah. Ist der immer noch hier drin? Ist das? Nein, Abby, nicht drin. Lebendig sind sie ein Risiko. Das war doch klar. Er hat recht. Wir müssen das beenden. Wenn wir sie töten, sind wir nicht besser als er. Sie haben uns nichts getan. Ach ja, und mein Gesicht? Scheiß auf dein Gesicht. Du hättest Wache stehen sollen, wie ich dir gesagt habe. Weg da! Hör auf! Was ist das? Sonst was? Hör sofort auf! Beruhigt euch! Jordan! Erschießt du mich? Stopp! Das reicht. Alles okay, Abs? Ja, nur... Was gibt's? Ich hab dich überall gesucht. Wir haben einen Einsatz. Isaac will uns an der Front. Was? Im Ernst jetzt? Leider ja. Beeilen wir uns. Es geht sofort los? Ja. Vamonos. Okay. Mein Nacken. Das ist echt krass, also... Hey, danke für das Zimmer letzte Nacht. Ja, wer war es diesmal? Die Küchenbraut? Nein, die Wetterbraut. Sie hat ihren Berg verlassen. Ah, die Wissenschaftlerin. Schön. Ah, sie ist ein bisschen zu begeistert von ihrem Job. Sie sprach dauernd von einem Sturm und... Ich weiß nicht. Hat sich's gelohnt? Oh, absolut. Jetzt kann ich glücklich sterben. Das solltest du. Was Besseres als sie findest du nie. Das denke ich eigentlich auch. Und
Trotzdem. Also wenn man es jetzt mal so sieht und beide Seiten kennt, sag ich mal so, das sind wir ja eigentlich die wahren Bösen. Also Ellie und Joel, wenn man das so will. Aber letztendlich hat er auch bis Ellie gerettet. Ich meine, sie wollte Rache an Joel und Ellie Rache an sie deswegen dann. Also das ist schon ein ewiger Kreislauf im Grunde genommen. Ah, das ist echt krass gemacht. Hallo, Miss Potts. Hallo, Mandy. Sie auch? Ein Gentleman schweigt. Wow. Ich muss kurz mit meinem Dad reden. Holst du uns was zu essen? Ja, hier klar. Hol mir was con picante. Du kriegst, was du kriegst. Das ist jetzt Seattle Tag 1. Also der erste Tag, wo Ellie aufgebrochen ist, oder was? Er betet. Ich will ihn fesseln und mitnehmen. Und dann sieht dieser Höchstkritiker ein Messer. Ich freue mich auch, Abby. Oh, shit, Jordan. Hab dich nicht gesehen. Kommst du mit uns in die Seravina? Manny und ich wurden zur Basis bestellt. Was wollt ihr in der Seravina? Das Hotel und die Schule werden evakuiert. Wir nehmen die Vorräte und bringen alle zurück zur Basis. Echt jetzt? Ja, ist es zu glauben? Nach all dem Scheiß ziehen wir uns zurück? Du weißt doch nicht, ob so ist. Wenigstens kommt Leah vielleicht früher vom TV-Sender zurück. Na, immerhin. Ja. Ich muss los. Dein Überleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Okay, den Spruch, den haben wir auch schon öfters mal gelesen auf so einer Notiz. Ah, die ist auch ganz schön kräftig gebaut, ja. Also ich meine jetzt hier von der Fitness her. Hey, Sir. Abby. Wie geht es Ihnen? Fantastisch. Sagst du ihm bitte mal, dass der weg muss? Ach, hab's versucht. Er steht mir. Du bist horrible. Bueno, wir müssen jetzt los. Pass auf ihn auf. Für Sie? Gerne. Okay, hier geht's nicht lang. Was gibt es heute? Burritos. Wieder mal. Abby, was machst du? Hey, tenemos prisa, dame tres burritos. Hey Mann, da ist die Schlange. Was soll das? Entschuldigung. Stell dich gefälligst hin. Sorry. Wir gehen an die Front. Komm schon. Du bist so peinlich. Warum hast du drei? Gib einen zurück. Flipp jetzt nicht aus. Mel kommt mit uns. Manny? Wo ist dein Rucksack? Im Zimmer? Warum tust du mir das an, hä? Das sieht ganz schön wenig aus, ja. Und ich habe genug von dem Scheiß. Weiß sie, dass ich dabei bin? Und ob? Und es ist okay für sie? Ja. Warum klingt dein Ja so wenig überzeugend?
Liegt an meinem Akzent. Komm schon, sei nicht so paranoid. Ich finde, die Haare sind auch übelst gut. So leicht ausgefranst hier bei dem Zopf. Also so halt hier, dass immer mal ein paar Haare so abstehen. Also grafisch sieht das echt geil aus. Ich glaube, dir gefällt es, mich zu quälen. Nein. Es ist eine Möglichkeit für euch, endlich weiterzumachen. Seit Jackson haben wir kaum miteinander geredet. Soll ich so tun, als wäre nichts passiert? Natürlich nicht. Ihr müsst darüber reden. Sie wollte Joels Tod genauso wie wir anderen auch. Aber sie ist anders als wir. Sie hat noch nie jemanden so verletzt. Sie tötet ständig Scars. Nicht so, wie wir Joel getötet haben. Vergiss nicht. Wir sind Soldaten. Sie ist Ärztin. Komm, Abby. Sie gehört zur Familie. Tu's für mich. Okay? Ich versuch's. Mehr verlange ich nicht. Deine Sachen. Ich hol Mel. Ja. Sei nett. Leck mich. Oh, das ist. Ey, das ist ja mal geil. Wissenschaftlerin, hm? Ich mach das später. Ey, das ist aber echt geil. Hier mit dem Stadion hier. Klopf, klopf. Abmarsch bereit. Ja, sofort. Hi. Hey. Du bist also wieder im aktiven Dienst? Naja. Du kannst bestimmt hierbleiben, wenn du fragst. Ich sitze lieber nicht rum, wenn ich nicht muss. Hat Owen nichts dagegen? Was hat Owen damit zu tun? Wir müssen Alice noch abholen. Hey. Gib dir Mühe. Warum hat man nach dir geschickt? Das ist die normale Rotation. Keine Sorge. Hey, ja. Wenn du zurück bist, siehst du nach meinem Dad? Ihm geht's, ich weiß nicht, schlechter. Inwiefern? Ah, er klagt über Schmerzen in den Handgelenken. Er kann kaum einen Löffel halten. Vielleicht kriegen wir mehr Schmerzmittel für ihn. Du und Owen seid jetzt in Sektion 96? Ja, es ist nett. Viele junge Familien. Seid ihr schon aufgeregt? Wegen des Babys? Wenn man die ganzen Kinder da sieht... Ja, ich bereite mich vor. Viele heulende Babys. Genau richtig für Owen. Er hat's noch gar nicht gesehen. Er ist mit Danny unterwegs. Danny? Oh, schöner Scheiß. Ja. Also das ist echt, ja... Ich meine, jetzt wissen wir natürlich, dass es nie zur Welt kommen wird, aber... Ich meine, das sind ja auch normal zivilisierte Leute, sag ich mal so halt. Was man natürlich vorher auch nicht wusste.
melden. Sie spielt drin. Toll. Abby, willst du sie holen? Die kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Schauspielerin ist. Also, ich denke mal, die habe ich schon irgendwo gesehen. Vielleicht verwechsel ich es auch bloß irgendwie. Na komm, gehen wir weiter. Hey, Mädchen. Hey, du verrückter Hund. Da ist ja mein Mädchen. Die einzige, die dich ertragen kann. Bist wohl eifersüchtig. Hey, wollen wir zu den Trucks? Gehen wir zu den Trucks. Süß. Oh, hallo, Bär. Ja, okay, da du so nett fragst. Wer ist dein guter Junge? Ja. Hol den Ball.